Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute mal mit ganz ungewöhnlicher Kulisse. Ihr seht hier im Hintergrund ein besonderes Projekt, nämlich Mietshäuser mit Solarzellen drauf. Diese Häuser wurden Ende der 90er Jahre gebaut und es war damals zur Bauzeit die größte dachintegrierte Solarstromanlage auf Wohngebäuden in ganz Europa. Ich bin ja, wie ihr wisst, ziemlich viel in Berlin. Und zu Hause am Bodensee ist ein Haus, auf dem jetzt inzwischen 9 Kilowatt Peak Leistung Solar verbaut sind. Und wie ihr an diesem Beispiel hier sehen könnt, ich bin nicht da und deswegen wird der ganze Überschuss Strom eingespeist und ich kann diese Energie eigentlich gar nicht nutzen. Bin ich aber jetzt in Berlin und habe eine Wohnung gemietet, weil ich relativ viel hier bin, dann muss ich natürlich hier mir wieder irgendeinen neuen Strom kaufen, weil ich kann ja schlecht den Strom kaufen, den ich in Konstanz produziere. Habe ich bisher gedacht. Aber dann bin ich bei Recherchen auf was gestoßen und das möchte ich euch heute vorstellen. Und das ist der Lithium-Energie-Marktplatz. Weil ich mich näher mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auch mit Lithium ins Gespräch gekommen bin, ist dieses Video auch als Werbung gekennzeichnet, denn ich erwähne explizit diesen Marktplatz. Ja, worum geht es? Wenn ich meine Energie einspeise und brauche dann aber abends Strom, dann kaufe ich den halt von den Stadtwerken oder von irgendeinem Anbieter, von E.ON, NBW, wie auch immer. Ich kann auch sagen Ökostrom. Aber manchmal wäre es mir lieber, ich wüsste genau, von wem dieser Strom kommt. Und genau das ist mit Lithium möglich. Ich kann also auf diese Webseite gehen und kann sagen, der Strom, den ich verbrauchen möchte, der soll von der Biogasanlage von diesem Bauern kommen, der vielleicht sogar noch direkt bei mir in der Gegend ist. Heute ist ja der 21. Juni, das ist der längste Tag im Jahr. Und wenn wir jetzt hier auf diese Seite gehen, dann sehen wir, die ist heute komplett neu und wir haben hier einerseits die Stromgeschichte und andererseits die Solaranlagen. Das sind die beiden Produkte, die es eben jetzt seit heute so gibt. Solarstrom von eigenem Dach, da hat Lithium eine neue Solaranlage, die man sich kaufen kann. Und hier haben wir den Ökostrom und das ist der Marktplatz, den ich euch gerade mal vorstellen will. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, eine Straße in Berlin, die Senefelder Straße, einfach weil ich da schon mal auch bei einem Freund war und ich verbrauche 4000 Kilowattstunden im Jahr, dann kann ich mir hier das berechnen lassen und sehe dann die Angebote, die mir hier jetzt gegeben werden. Und da seht ihr hier Bioenergie, Anlage in Dorsten oder Albrecht Biogas in Mulfingen. Hier kann ich praktisch jetzt meinen Strom kaufen und die dürfen ihre Preise entsprechend selber gestalten und ich sehe, wo es für welchen Preis Strom für mich zu kaufen gibt. Und ich kann jetzt auch sagen, ich will nur Biomasseanlagen haben oder nur Photovoltaikanlagen haben, nur Windkraft, ich glaube, da gibt es noch keine, genau, oder eben alle. Und ich kann auch auswählen, ob ich nach Preis sortieren möchte oder nach der Distanz. Das heißt, der Strom bekommt sozusagen ein Gesicht, eine Emotionalität und im Prinzip ist es sogar so, dass ihr theoretisch dieser Dad-Strom von meinem Dach kaufen könntet. Und diese Idee fand ich so cool, dass ich in Berlin am Kurfürstendamm zu Lithium gefahren bin und dort den Gründer und CEO von Lithium, den Richard, interviewt habe. Und jetzt bin ich hier bei Lithium Energie und hier ist der Richard Lohwasser und du bist CEO von Lithium Energie, richtig? Genau, bin einer der zwei Gründer. Einer der zwei Gründer und seit wann gibt es euch jetzt inzwischen? Ja, seit gut 2,5 Jahren. Wir wurden Anfang 2018 gegründet. Was habt ihr vorher gemacht? Also wie kamt ihr darauf, das zu tun? Was ist eure Expertise? Also nach einer Weile bei einer Unternehmensberatung war ich viele Jahre bei Strom-Großkonzernen. Mhm. Erst bei Vattenfall für ein paar Jahre und dann später noch bei Extra Energie. Obwohl ich relativ weit in der Hierarchie oben war, ich war schon Bereichsleiter, konnte ich die neuen Ideen, die eigentlich möglich sind und wie die Energiewende vorangebracht werden kann, wie die Energie dezentraler werden kann, nicht ausleben. Mhm. Und so kam die Idee, gemeinsam mit meinem Mitgründer, dem Kyung-Hun Ha, vielleicht selber Energieversorger zu werden. Mhm. Welches Problem genau löst ihr jetzt mit eurer neuen Firma? Die Idee ist, wenn ich mit Bitcoins Geld ohne Bank transferieren kann, kann ich das dann nicht vielleicht auch mit Kilowattstunden? Mhm. Das war die Gründungsidee von Lithium. Mhm. Jetzt, 2 Jahre später, wissen wir, es funktioniert nicht. Man braucht nach wie vor einen Energieversorger. Aha. Und den haben wir jetzt mit entsprechenden Lizenzen von der Bundesnetzagentur. Und wir stellen im Prinzip diesen Energiemarktplatz zur Verfügung, wo Konsumenten und Produzenten zusammengebracht werden. Okay, um es ganz praktisch zu machen, ich bin ja Konsument und Produzent, das ist ja wunderbar. Ich habe eine 10 Kilowatt Anlage auf dem Dach. Was ist jetzt mein Vorteil als Produzent? Ich könnte
das Eigenverbrauchen, ich kann es einspeisen oder ich kann es direkt vermarkten. Das sind die Möglichkeiten, die ich sonst habe. Was bringt mir euer Marktplatz? Der Marktplatz ist eine neue vierte Möglichkeit. Okay. Und zwar mit einer Lithium-Solaranlage, die wir gemeinsam mit unseren Implementierungspartner Eigensonne anbieten, kann man einen Strom nicht nur einspeisen und dafür natürlich die Einspeisevergütung bekommen und die EEG-Vergütung bekommen, sondern auch noch an unserem Marktplatz teilnehmen. Momentan sind aktuell 30 verschiedene Produzenten oder Kraftwerke drauf, überwiegend große Produzenten, Biogasanlagen zum Beispiel, größere Solaranlagen. Und diesen öffnen wir jetzt für Solaranlagen. Wenn ich mindestens so viel einspeise, wie ein Haushalt verbraucht, also mindestens 4000 Kilowattstunden im Jahr, dann kann ich selber auf diesem Marktplatz wählbar sein. Und mein Nachbar kann auf unserer Webseite lithion.de nicht nur die große Biogasanlage auswählen, die er bisher konnte, sondern auch Strom von mir nehmen. Das heißt, ich habe aber keine Anlage von euch, sondern ich habe meine ja schon länger, dann kann ich das also nicht. Das kommt in der zweiten Phase. Hintergrund ist, bei unseren selbstverbauten Anlagen mit unserem Partner wissen wir, wie die Einspeisung funktioniert, haben wir Zugriff auf die Zählerdaten und können auch sicherstellen, dass alles korrekt abläuft. Mhm. In der zweiten Phase wollen wir das aber auch für Bestandsanlagen, die bereits existieren, freischalten. Was ist dann mein Vorteil? Dein Vorteil ist, dass du mehr Geld für den gleichen eingespeisten Strom bekommst. Du kannst entweder, wenn du jetzt nicht besonders viel einspeist, speist du einfach rein in die Lithion Solar Community. Da geben wir 1 Cent pro Kilowattstunde obendrauf, zusätzlich zu allen bestehenden Einnahmen, die du unabhängig von uns hast. Und diesen Strom bieten wir auf unserem Marktplatz an, sodass normale Stromverbraucher, wie zum Beispiel dein Nachbar, diesen Strom wählen. Der zahlt dann 1 Cent mehr und dieser Cent wird eben weitergereicht an dich. Aber dadurch, dass Lithion ein sehr digitaler Versorger ist und sehr günstig ist, spart er trotzdem noch im Vergleich zu seinem Grundversorger und im Verhältnis auch zu den allermeisten anderen Energieversorgern. Also eine Win-Win-Situation. Also auch der Konsument spart was. Richtig. Das und kann sich aussuchen, praktisch, ich will jetzt vom Bauern so und so Biogasstrom haben oder ich möchte dieser Dead Solarstrom in meinen Tesla ID3 E-Up. Zum Beispiel. Hyundai, was auch immer. Rein. Okay. Also in deinem Fall, wenn wir jetzt wissen, dass die eingespeiste Menge korrekt erfasst wird und wir auch Zugriff auf diese Einspeisedaten haben, dann können wir in der Anlage auch schon jetzt auf unserem Marktplatz nehmen. Jetzt ist ja das Problem beim Solarstrom, wenn ich nicht zu Hause bin, der Oskar ist daheim und verbraucht so ein bisschen was, dann kocht er sich mal ein Ei und der Rest dieses großen grünen Berges geht an die Stadtwerke. Das geht ja bei allen Solarstromerzeugern so. Im Grunde entsteht immer tagsüber der Überschuss und nachts ist der Bedarf, dann ist es ja irgendwie Quatsch, wenn man die jetzt alle vernetzt. Also geht es wahrscheinlich nicht nur um Solar bei euch, oder? Ja, also wir haben aktuell auf unserem Marktplatz haben wir überwiegend Biogasanlagen. Somit können wir da relativ viel ausgleichen. Also sagen wir mal, dein Nachbar wählt deine Anlage, die jetzt auf unseren Marktplatz kommt. Dann braucht er natürlich auch in der Nacht Strom. Wie wir das lösen, ist, dass wir einfach schauen, wie hoch die Summe des verbrauchten Stroms von deinem Nachbar ist und schauen, dass diese Summe bei dir abgedeckt ist. Und wenn es nicht abgedeckt ist, dann würden wir natürlich auch beisteuern von unseren bestehenden Anlagen. Aber im Prinzip sind es alles in Deutschland lokalisierte Energieerzeuger. Genau. Und tatsächlich ist es so, sowohl bei diesem Marktplatz als auch bei dem Solarmarktplatz, wir stellen zwar die mit Trades sicher auf unserem Energiemarktplatz, wo wir Angebotstrades und Nachfragetrades haben, wie bei einem klassischen Marktplatz, dass es zum Matching kommt und der Preis kann dann selber festgelegt werden vom Kraftwerk. Und wir verkaufen dann natürlich auch nur so viel, wie halt verfügbar ist. Deswegen brauchen wir auch die Einspeisedaten. Aber es ist am Ende des Tages ein virtuelles Matching, weil die Elektronen rein physikalisch halt immer logischerweise den schnellsten Weg zum Stromverbraucher sich suchen. Welche regenerativen Energien bietet ihr insgesamt an? Also was für verschiedene Möglichkeiten habt ihr? Also wir haben überwiegend Biogasanlagen auf unserer Plattform. Wir haben ein paar größere Solaranlagen dazu. Jetzt kommen demnächst Windanlagen. Was wir leider noch nicht im Portfolio haben, ist Wasser. Da versuchen wir gerade neue Anlagen auf unsere Plattform zu schalten. Und wie viel Mega-Gigawatt könnt ihr da liefern im Moment? Einige Gigawattstunden. Also wir sind, was das angeht, hast du mal eigentlich keine Beschränkungen. Wir haben tatsächlich auch ziemlich viele Kraftwerke, die gerne auf unsere Plattform kommen, aber wir halt einfach erst sicherstellen wollen, dass die Nachfrage passt, weil es hilft ja auch keinem, wenn man ein Kraftwerk auf unserer Plattform ist und am Ende des Tages kauft keiner den Strom, weil das Modell funktioniert ja mit Angebot und Nachfrage. Also wäre es für euch interessanter, auch erstmal noch mehr Kunden zu haben. Genau. Kannst du sagen, wie viel es sind? Ja, also wir wachsen derzeit im soliden vierstelligen Bereich im Monat. Das hat uns selber auch überrascht, aber die Nachfrage nach Grünstrom ist einfach da. Und wir sind ja auch nicht nur ein Grünstromanbieter, wir sind ja auch ein digitaler Versorger, der sich die neue Technik zunutze macht. Wenn der Strom alle ist, der in eure Community liefert, dann kauft ihr wahrscheinlich auch dazu, oder? Ja, also wir sind jetzt bei weitem noch nicht so, dass wir mehr Angebot als Nachfrage haben.
Okay. Aber wir garantieren natürlich den Stromfluss, klar. Also wir werden dann definitiv nachkaufen. Wir werden dann erstmal versuchen, unsere ganzen bestehenden Erzeuger leer zu kaufen, wo noch sehr viel Puffer ist. Und wenn dann immer noch eine Lücke ist, ich glaube, dann haben wir extrem viel richtig gemacht. Hm. Du warst bei Vattenfall, ich glaube, Jung auch. Du warst Bereichsleiter, hast bestimmt viel Geld verdient. Das ist natürlich meine Frage, wie verdient ihr damit Geld? Also ich verdiene tatsächlich im Moment kein Geld. Seit Gründung der Firma zahle ich mir 1 Euro Gehalt aus, weil ich an die Firma auch glaube. Und wie ich auch gesagt habe, bei Vattenfall verdient man sehr viel Geld. Also da hat man ein paar Rücklagen geschaffen. Wir verdienen jetzt nicht an dem einen Cent. Der eine Cent, der wird bei dem Konsumenten, also bei dem Nachbarn jetzt in unserem Beispiel von vorhin draufgeschlagen und 1:1 weitergereicht an den Produzenten, also an dich jetzt zum Beispiel. Ja. Nee, also wir verdienen im Prinzip an dem Sockelbetrag darunter. Ihr befriedigt mein Gewissen. Ja? Also ich kann jetzt diesen Strom bei einem regenerativen Energieerzeuger kaufen. Dadurch werden jetzt ja nicht gleich mehr regenerative Energien erzeugt. Also das ist eigentlich, es kann nur sein, dass die jetzt über euren Marktplatz vertickert werden, ansonsten würden es die Stadtwerke aufkaufen und dann halt so ins Netz einspeisen. Also wo ist praktisch der Mehrwert für die Umwelt, ist der Mehrwert genau, richtige für die CO2-Bilanz? Das ist ein sehr relevantes Thema. Bei unserem Marktplatz für Großanlagen ist es so, dass tatsächlich erstmal keine neuen Anlagen gebaut werden, weil es sind alles Bestandsanlagen. Das ändert sich jetzt durch den Solarmarktplatz. Mhm. Bei dem Solarmarktplatz bieten wir dem Kunden entweder eine garantierte zusätzliche Erträge von 1 Cent pro Kilowattstunde, wenn er die Pool-Variante nimmt, oder wenn er mehr einspeist, als eine Familie produziert, kann er seinen eigenen Preis festlegen. Das heißt, dass wir nicht nur Strom ein Gesicht geben, was vorher nicht möglich war, sondern dass wir auch das ganze Thema Solar günstiger machen für den, der sich eine Solaranlage aufs Dach stellt. Und in dem Moment, wo sie günstiger ist, wird sie plötzlich lukrativer für mehr Gebiete. Und dann habe ich tatsächlich einen realen zusätzlichen Ausbau, einen Beitrag für eine grüne Energiewende in Deutschland. Von den Neuproduzenten, die ihr gewinnen wollt, der Hauptteil werden Solar sein. Weil jetzt ist es ja so, dass sehr viele Biogasanlagen zum Beispiel da sind. Genau. Wenn man jetzt so aus einer Sicht für den Beitrag für eine grüne Zukunft denkt, dann ist uns natürlich eine neu gebaute Anlage lieber als eine Bestandsanlage, die halt zusätzlich zu ihren bestehenden Erträgen halt einfach nochmal einen Cent oder 2 Cent oder was sie halt einstellen auf dem Marktplatz zusätzlich verdient. Ja, vielen Dank, Richard, für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses Thema. Wie kriegen wir zum Beispiel den Strom von meinem Konstanzer Dach in die Mietswohnung in Berlin, zum Beispiel über euren Marktplatz? Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, liked dieses Video und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei, vielleicht wieder mit so einem schönen Blick über Berlin. Euer Diesel Dad.